Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es viele Leute gibt, die Hemmungen haben, so ein Angebot in Anspruch zu nehmen. Aber ich würde jedem empfehlen, es einfach zu probieren. Einfach mal zu gehen. Denn meiner Meinung nach lohnt es sich. Handauflegen ist etwas ganz natürlich Menschliches. Jede Mutter, natürlich auch jeder Vater, legt dem Kind, einem Kind, wenn es hingefallen ist, die Hand dorthin, wo es weh tut. Und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wir waren ja selbst auch einmal Kinder, es hilft. Handauflegen geschieht in einem Raum des Vertrauens. Vertrauen, dass ich als Handauflegender habe, in die Kraft, die wir Gott nennen, dass die wirkt, so wie sie wirken soll. Ich muss nichts tun, ich bin da in absichtsloser Präsenz, lasse geschehen, was geschehen darf. Das Bild war, es wird ruhig sein. Ich wusste nicht, wo wird die Hand aufgelegt, wie lange wird das dauern. Ich hatte keine Erwartung, ich hatte auch keine Informationen weiter vorher. Ich wusste, in welchem Zeitrahmen das stattfindet und dass es für eine Begegnung ist zum Wohltun. Und ich habe einfach so für mich gedacht, es wird sicherlich was sein, was für mich, für meine Person, für meinen Körper was ist, um einfach mal zu entschleunigen. Ich bin ganz ohne Erwartungen da gekommen und bin dann überrascht gewesen, wie es mir gut getan hat. Vor allem das schöne Gebet, das gesprochen wird, und dann die Wärme von der Hand. Das konnte ich richtig aufnehmen. Und das hat mir so ein Gefühl von Geborgenheit gegeben, von Zuwendung auch, von Ruhe auch. Über das natürlich-menschliche hinaus ist Handauflegen auch ein uraltes spirituelles Ritual. In Indien zum Beispiel oder in Ägypten wurde es vor über 3.500 Jahren schon praktiziert. Selbstverständlich gibt es auch in der Bibel viele Geschichten mit Handauflegen. Jesus hat geheilt mit Handauflegen, aber auch seine Apostel und auch ganz gewöhnliche Menschen. Auch die Person, die zu mir kommt zum Handauflegen, die braucht Vertrauen, die soll spüren, dass sie geschützt ist, dass nichts passiert, was sie nicht will. Deshalb ist es auch wichtig, beispielsweise zu fragen, ob ich jemanden berühren darf oder nicht. Vielleicht hat das halt auch mit meiner Erziehung zu tun. Ich kann Nähe recht gut akzeptieren. Ich brauche nicht enorm viel Distanz zu einem anderen Menschen. Wenn ich mit diesem Menschen so von der Energie her recht gut kann. Und es war für mich nie irgendeine unangenehme Berührung und ich wusste, wenn sie unangenehm wird, kann ich das auch sofort äußern. Das wurde mir im Vorfeld gesagt. Also ich konnte mich da recht ja, auch fallen lassen, so drauf einlassen, emotional. Auch in der Kirche hat sich von Anfang an die Tradition des Handauflegens fortgesetzt. Im Mittelalter zum Beispiel hat sich da das Motiv des Christus Medicus herausgebildet, dass Christus der Arzt ist, der heilt. Für Evangelische wichtig ist auch, dass zum Beispiel Luther das Handauflegen empfohlen hat und es
auch praktiziert wurde bis heute. Und Licht uns schützen und führen auf unserem Weg. Wir danken dafür, dass dies geschieht. Es ist wichtig, dass die Person spürt, dass sie so, wie sie ist, angenommen ist. Sie muss keine Vorbedingungen erfüllen, besonders fromm sein oder so. Sie darf einfach da sein und auch geschehen lassen. Ich bin atheistisch erzogen, absolut. Ich bin offen für viele Dinge, vielleicht hat es auch damit zu tun. Also ich habe mich auch schon spirituell in den letzten Jahren recht belesen, aber ich würde jetzt niemals sagen, ich bin spirituell, habe spirituelle Adern oder führe mich in irgendeine Richtung dahin gezogen, überhaupt nicht. Aber ich bin offen für vieles, bin neugierig und probiere gerne aus. Aus eigener Erfahrung mit Handauflegen bei vielen Menschen weiß ich, dass es Wirkungen geben kann auf körperlicher, auf seelischer oder auf spiritueller Ebene. Ich bin sehr rational in Bezug auf Religion, aber eine gewisse Spiritualität habe ich einmal schon beim Meditieren, schon vom Meditieren her natürlich. In der modernen Medizin wird die Heilkraft der Spiritualität immer stärker betont. Da scheint es mir wichtig, dass die Kirche sich bewusst wird, was sie eigentlich da für einen großen Schatz in ihrer Tradition hat, dass sie diesen Schatz der spirituellen Heilung neu entdeckt und sich dessen annimmt. Ich weiß nicht, ob ich das allein für mich schaffen würde, aber dank dieser Begleitung, diesem Bewussten, dieser Stille auch in dieser Kirche, diesem Raum, wo ich das Gefühl habe, der ist für mich auf jeden Fall für diese Begegnung perfekt, ist das so ein richtiges Runterkommen für mich zum Entschleunigen aus dem Alltag heraus. Es gibt für die Haltung beim Handauflegen ein sehr schönes altes Bild, das Bild der Schale. Sie wird laufend von innen her still und sanft gefüllt und gibt weiter, was bei ihr überfließt. Segenskraft strömt über, die Schale wird nicht leer dabei, sie bleibt gefüllt. Viele Menschen, die zum Handauflegen kommen, sind auch in ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung. Da gehört es auch zum Vertrauen dazu, dass wir in die Kunst der Ärztinnen und Ärzte Vertrauen haben. Als Handauflegender würde ich mich nie einmischen in ärztliche oder psychotherapeutische Anweisungen oder in Vorgaben, wie und welche Medikamente die Menschen einnehmen müssen. Es können zum Beispiel Schmerzen verschwinden oder es kann sich ein tiefes Gefühl von Geborgenheit und Frieden einstellen oder, im Bild gesprochen, es öffnet sich plötzlich ein Fenster zum Licht. Ich bin so dankbar, es kann jeder kommen, auch Menschen, die jetzt kein Geld haben, irgendwo einen Meditationskurs zu machen. Und es ist offen für alle Schichten. Und das finde ich ganz toll. Das Handauflegen, das ist eine Berührung von Mensch zu Mensch. Die meisten oder viele haben wir ja ein Manko an Berührung. Und darum, denke ich, wirkt das auf jeden Fall.